Das Freiburger Schwabentor bleibt noch ein weiteres Jahr eingerüstet. Wie die Stadt heute mitteilte, muss der Baugrund unter dem 65 Meter hohen Bauwerk verbessert werden. Vor knapp 2 Jahren wurde mit der Sanierung des Schwabentors begonnen, weil Risse im Mauerwerk aufgefallen waren. Die Bodenarbeiten beginnen parallel zur VAG-Baustelle und dauern bis Mitte September. Die Baugrundverbesserung kostet nach städtischen Angaben rund 400.000 Euro.